Liebe Genossinnen und Genossen, dies ist seit vielen, vielen Jahren meine erste Parteitagsrede, die ich nicht als parlamentarischer Geschäftsführer oder als Vorsitzender der Landtagsfraktion halte. Aber ich will natürlich weiter kräftig mitmischen in der sächsischen und künftig auch in der Bundespolitik. Es ist mir bekanntlich nicht leicht gefallen, den Fraktionsvorsitz Ende Juli abzugeben, aber ich war und bin der Auffassung, dass gerade wir als größter Landesverband der Linken eine besondere Verantwortung für die Gesamtpartei haben. Katja Kipping hat es vorhin noch mal betont. Und deshalb schaue ich jetzt nach vorn und möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir auch im nächsten Deutschen Bundestag wieder mit einer starken Fraktion vertreten sind. Und bevor ich dazu einige Anmerkungen machen will, so wie es ja der Titel aussagt, der mir gegeben worden ist, will ich aber gern die Gelegenheit nutzen, mich auch einmal öffentlich bei all jenen zu bedanken, die mich in den letzten Jahren in meiner parlamentarischen Arbeit unterstützt haben. Dazu gehören Abgeordnete und Mitarbeiter der Fraktion, ebenso wie Vertreter des Landesvorstands, viele Kreisvorsitzende, Kommunalpolitiker und die Fraktionsvorsitzenden der Kreistage und kreisfreien Städte. Ich danke jenen, die mich in der zurückliegenden Zeit kritisch, konstruktiv und auch solidarisch begleitet haben. Besonders natürlich jenen Kollegen, mit denen ich im Fraktionsvorstand ganz besonders eng zusammengearbeitet habe. Also zum Beispiel Andrea Roth, Conny Falken und Klaus Tischendorf. Und ich danke vor allem, ich sage es jetzt mal respektlos, den alten Kämpen in der Fraktion, von denen ich seit 1991 sehr viel gelernt habe. Angefangen von Peter Porsch, Angela Schneider und Brigitte Tschoche über Regina Schulz, Maria Gangloff, Michael Friedrich und Dietmar Pellmann bis hin zu unserem langjährigen Fraktionsgeschäftsführer Andreas Graf und dem ersten Vorsitzenden Klaus Bartel. Bestimmt habe ich jetzt noch ganz wichtige Leute vergessen. Sie alle, die ich jetzt genannt habe, haben die PDS geprägt und auch den Übergang zur Linken maßgeblich mitgestaltet. Und ich finde, dafür sollte man einfach mal auch öffentlich Danke sagen. Ganz klar, jede Partei braucht Erneuerung und gerade die Linke braucht auch neue, junge Gesichter und frische Ideen. Aber ich finde, an der fachlichen und auch menschlichen Kompetenz der eben genannten sollten durchaus sich auch jene orientieren, die heute Ämter und Mandate in unserer Partei anstreben. Wir brauchen auf allen Ebenen, von der Kommune über den Landtag bis hin zum Deutschen Bundestag, eine vernünftige Mischung von jungen und erfahrenen Politikerinnen und Politiker. Und sofern die Landesvertreterversammlung dem Vorschlag des Landesvorstandes und des kleinen Parteitages zustimmt, dann könnten Katja Kipping und ich für 2013 ein solches Team bilden. Katja ist im Vergleich zu mir noch sehr jung, aber politisch durchaus schon erfahren. Ich bin mit 49 noch nicht alt, aber habe doch immerhin schon 2 Jahrzehnte politische Erfahrung und viele Wahlkämpfe, auch auf die ich bauen kann. Und klar ist ja auch, Katja wird im nächsten Jahr als Parteivorsitzende natürlich bundesweit im Einsatz sein müssen. Und auch wir haben in Sachsen viele, viele Wahlveranstaltungen abzusichern. Und dabei will ich gemeinsam mit allen Direktkandidaten und denen, die auf der Liste stehen, mich gern einbringen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe immer wieder erlebt, dass wir im Landtag an Grenzen gestoßen sind, wenn wir wichtige Themen, die die Menschen im Land bewegen, auf die Tagesordnung gesetzt haben. Seien es die Hartz-IV-Regelsätze, sei es die unsägliche Praxisgebühr, die endlich wieder abgeschafft werden muss, seien es andere Aspekte der Gesundheitspolitik, des Mietrechts oder beispielsweise auch der Energiewende, sei es die von uns geforderte Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes, sei es die falsche Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre oder sei es die längst überfällige Angleichung der Renten Ost an die Renten West. Über all diese Fragen befindet nun mal der Deutsche Bundestag. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir als Linke dort auch in Zukunft möglichst stark vertreten sind, um zu einem wirklichen Politikwechsel beitragen zu können. Ich habe auf dem kleinen Parteitag dargelegt, welche Schwerpunkte ich sehe, wofür ich mich besonders einsetzen möchte. Das will ich heute nicht wiederholen. Aber ich will auf aktuellem Anlass gern auf 4 Punkte eingehen, die ich ansprechen möchte. Beginnen will ich mit den Vorwürfen gegen Bernd Rixinger nach seinem jüngsten Besuch in Griechenland.
Während die Bundeskanzlerin beim Regierungschef in Athen war, um ihn freundlich formuliert von der Notwendigkeit weiterer Sozialkürzungen zu überzeugen, war Bernd auf der Straße bei jenen Menschen, die dagegen zu Recht protestieren. Ich finde, das war absolut richtig und er hat ein wichtiges Zeichen gesetzt. Ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu Griechenland. Ich war vor einigen Jahren als offizieller Vertreter der PDS auf dem Parteitag der PASOK in Athen, auf dem Papandreou zum Parteivorsitzenden gewählt wurde. Das war ein Parteitag, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. In einer riesigen Halle kamen mehr als 12.000 Delegierte zusammen und diskutierten die Zukunft ihres Landes und über die Ablösung der konservativen Regierung. Ich bin damals auf dem Flughafen in Athen gelandet und für die ausländischen Gäste gab es auch ein Zusammentreffen, ein Abendessen mit Papandreou, an dem auch der frühere Premierminister Kostas Simitis teilnahm. Und diese Begegnung fand statt im Hafen von Piräus. In dieser Woche, und deshalb spreche ich das an, in dieser Woche war nun zu hören, dass die jetzige griechische Regierung weiteres Staatseigentum privatisieren, also verkaufen will, darunter auch den Flughafen und den Hafen von Piräus. Anders seien die Sparvorgaben der sogenannten Troika nicht umsetzbar. Wo sind wir eigentlich hingekommen in Europa? Und das habe ich mich auch gefragt, als Papandreou im letzten Jahr über die Sparauflagen ein Referendum, einen Volksentscheid durchführen wollte. Er ist massiv angegriffen worden und von verschiedenen Regierungschefs auch in der EU und musste letztlich zurücktreten. Das geplante Referendum wurde in der EU ganz offenbar als Bedrohung empfunden. Eine Beteiligung der Bürger an sie betreffenden Fragen ist ja auch hier bei uns in Deutschland von den Regierenden nicht gewollt. Ich sage aber ganz klar, wir als Linke haben keine Angst vor dem Volk. Wir sind für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die Angriffe der politischen Konkurrenz auf Bernd Rixinger und auch die Berichte einiger Medien waren maßlos und sie waren heuchlerisch. Was Rixinger in Athen getan hat, war kein Vaterlandsverrat, wie zu lesen war, sondern Ausdruck der Solidarität mit dem gebeutelten griechischen Volk. Deshalb hat er meine und ich denke auch eure volle Unterstützung. Ein weiteres Thema beschäftigt uns inzwischen seit fast einem Jahr, und zwar das Auffliegen des rechten Terrornetzwerkes, das sich selbst den Namen nationalsozialistischer Untergrund, NSU, gegeben hat. Ein Thema, das sowohl in Sachsen als auch im Bund eine Rolle spielt. Und auch nach diversen Berichten von Sonderkommissionen, nach der Einsetzung mehrerer Untersuchungsausschüsse und nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen des Generalbundesanwalts ist völlig unklar, wie es geschehen konnte, dass drei Neonazis mithilfe ihres Unterstützerkreises 10 Jahre lang in Sachsen untertauchen und von hier aus mehr als ein Dutzend Banküberfälle ausführen und 10 Morde begehen konnten, angeblich ohne dass weder die Polizei noch die Justiz noch der Verfassungsschutz davon irgendetwas mitbekommen haben wollen. Vor allem letzterer steht jetzt in der Kritik. Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder die Schlapphüter haben von dem mörderischen Treiben wirklich überhaupt nichts mitbekommen oder aber sie haben doch etwas vom Aufenthalt und den Taten des Trios gewusst und nichts oder zumindest nichts Wirkungsvolles getan, womöglich um V-Leute in ihrem Umfeld zu schützen. Ich weiß gar nicht, welche von beiden Varianten die schlimmere wäre. In jedem Fall aber erhält die programmatische Forderung der Linken nach der Abschaffung aller Geheimdienste dadurch neue Nahrung. Ich gehöre der Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags, die den Verfassungsschutz überprüfen soll und kontrollieren soll, seit 1996 an. Ich war damals der erste PDS-Vertreter bundesweit in einem solchen Gremium. Die Sitzungen sind ja so geheim, dass ich hier nicht über Details berichten darf, weil ich mich sonst strafbar machen würde. Und ich habe das Gefühl, bei mir würden die sächsischen Staatsanwälte sehr schnell zugreifen. Aber eines muss ich natürlich mit meinen Erfahrungen nach 16 Jahren doch feststellen dürfen. Es gibt ganz offenbar keinen Geheimdienst,
der sich wirklich parlamentarisch kontrollieren lässt. Und deshalb ist es richtig, dass jetzt über künftige Strukturen der Nachrichtendienste diskutiert wird. Und die Vorschläge reichen ja von der sofortigen Abschaffung aller Ämter über die Eingliederung der Verfassungsschutzbehörden als Abteilungen in die Innenministerien bis hin zur Umwandlung in eine eher wissenschaftliche Dokumentationsstelle. Auch hier wird sich die Linke noch positionieren müssen. Zwei Dinge aber sollten jetzt schon klar sein. Eine Mega-Verfassungsschutzbehörde beim Bund mit Außenstellen in den Ländern, deren Arbeit von niemand mehr auch nur halbwegs überprüft werden kann, ist mit den Linken nicht zu machen. Und zweitens, das derzeitige V-Leute-System, das substanziell so gut wie nichts gebracht hat und am Ende sogar noch das NPD-Verbotsverfahren scheitern ließ, dieses V-Leute-System muss unverzüglich abgeschafft werden. Katja Kipping hat ja heute schon etwas zur Wahlstrategie der Linken gesagt, die ich natürlich mittrage. Aber ich will auch eine Besorgnis, die ich habe, hier nicht verschweigen. Auf dem kleinen Parteitag im September habe ich drei Dinge angesprochen. Ich habe unseren beiden Parteivorsitzenden dafür gedankt, dass sie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die Partei nach Göttingen stabilisiert hat und die Umfragewerte wieder nach oben gehen. Ich habe zweitens die Bitte geäußert, dass die innerparteilichen Ost-West-Konflikte nicht weiter zugespitzt werden. Und zum Dritten habe ich eine vorsichtige Warnung ausgesprochen. Ich halte es für völlig richtig, dass wir nicht mehr vorrangig sagen, wogegen wir sind, sondern offensiv vertreten, wofür wir als Partei stehen. Und von daher sollten wir durchaus auch Kriterien formulieren, unter denen wir bereit sind, möglicherweise auch auf Bundesebene Regierungsverantwortung zu übernehmen. Dies bietet uns nämlich die Chance, zentrale politische Positionen der Linken medial zu transportieren. Und richtig ist auch, dass CDU und FDP unsere Hauptgegner sind und natürlich nicht die Sozialdemokraten. Das habe ich in der Landtagsfraktion immer wieder betont und deshalb haben wir auch mit den Sozialdemokraten, zum Teil mit den Grünen, viele Anträge, auch gemeinsame Gesetzentwürfe eingebracht. Zuletzt habe ich gemeinsam mit Martin Dulich das Vergabegesetz vorgestellt und präsentiert, das wir auf den Weg gebracht haben. Zugleich sage ich aber auch, was die Bundesebene angeht, bin ich da deutlich skeptischer. Aus meiner Sicht bereitet sich die SPD auf eine Neuauflage der Großen Koalition mit der CDU vor. Und deshalb werden selbst heftige Avancen unsererseits letztlich wohl ins Leere laufen. Ich habe durchaus eine Menge Fantasie, aber ich kann mir derzeit doch kaum vorstellen, dass mit Per Steinbrück, einer der maßgeblichen Architekten der Agenda 2010, mit den Stimmen der Linken zum Bundeskanzler gewählt wird. Ich hoffe sehr, dass Katja mit ihrer Formulierung von der Halbwertszeit und mit ihrer Vermutung recht hat, denn stehen wir nicht vor diesen Problemen. Klar ist für mich aber, wir müssen im kommenden Wahlkampf vor allem, und man kann es nicht oft genug betonen, unser eigenes Profil schärfen und wir dürfen den Sozialdemokraten nicht hinterherlaufen. Wir haben als Partei, auch dazu hat Katja gesprochen, wir haben als Partei überzeugende politische Alternativen zu bieten und sollten das offensiv in den Mittelpunkt stellen.